Ja, hallo und willkommen zurück zu Wohntraum. Ich bin euer Afro-Designer und wir werden jetzt diese Bruchhütte in ein super designtes Haus verwandeln. Es wird ganz toll. Nee, hallo, hier ist der Afro-Finn und ja, Mining-Tour war erfolgreich. Und jetzt dachte ich mir, baue ich mal im Haus rum. Ich habe mir auch schon ein Thema zurechtgelegt, das ist nämlich, naja, Designer und diese hippen Leute. Ja, erstmal, was ich noch machen werde, ich werde allerhand Lehm brennen müssen, damit ich, wieso habe ich jetzt zwei Öfen, egal, allerhand Lehm brennen, weil ich viel Ziegel brauche. Ja, auf jeden Fall, Designer und sind irgendwie schon ein komisches Völkchen, ne? Also die sind ja irgendwie immer so. Scheiße, das war natürlich nicht mitgedacht, aber das ist meist so. Also, oder das ist so das Klischee. Die sind meist irgendwie. Das sind halt hippe Leute, die meist oder die öfters auch schwul sind und immer komisch durch die Gegend laufen. Also, ich kann da aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich war letztens mal in einem Möbelhaus mit meinen Eltern. Und da lief so ein Typi rum. Und der hat wirklich das Klischee erfüllt. Der war irgendwie dünn und hat irgendwie total trendy angezogen. Und er hat einen englischen Akzent gehabt und dabei ganz schwul geredet. War er vielleicht auch, er sah auch ein bisschen so aus. Naja, aber das ist. Ist ja nicht schlimm. Also nicht, dass ich irgendwas gegen Schwule habe. Ich finde das nur immer lustig, wie sie ich die Leute so aufführen. Dann gibt es natürlich auch noch. Nicht nur die Designer, sondern auch noch ein anderes. Oder eine andere. Naja. Rasse will ich jetzt nicht sagen, aber ein anderes Kaliber von Leuten. Das sind diese Hipstars. Hipster. Auf jeden Fall, die dann irgendwie. Die gehen nicht mehr in Cafés, die gehen in Coffee-Bars oder irgendwie komisch. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das noch? Coffeeshops, genau. Und kaufen sich dann einen kleinen Kaffee, also. Natürlich Größe S, klein sagt ja niemand mehr. Irgendwie dazu, aber bitte mit halbfetter Sojamilch und einem Hauch von Kokosnuss oder sowas. Also, sowas ist auch irgendwie, das ist doch irgendwie kein Kaffee mehr, oder? Also nicht, dass ich Kaffee trinken würde. Ich selber mag gar keinen Kaffee, das ist mir einfach zu bitter. Aber es ist irgendwie schon merkwürdig. Naja. Nein, ich hasse dich. Also nicht euch, meine Kadetten, sondern mein Java, dass wir ja mal Updates machen. Und ich lasse Java einfach nie updaten, weil was bringt mir das? Ja, Designer und hippe Leute. Naja, da hat Waititi ja auch ein sehr lustiges Video zu gemacht. Also das von Thriftrop, die Verarschung. Oder Verarschung ist es ja nicht, es ist eine Parodie. Ja, und das ist halt sehr aussagekräftig. Ich muss sagen, also ohne jetzt angeben zu wollen, ich war diese Ferien in der USA. Ich war auch in San Francisco. Und da war ich unter anderem in dieser 60er Jahre Flower Power Straße. Überall Secondhand-Läden. Teilweise auch richtige Western-Secondhand-Läden. Das war echt lustig. Aber die Leute, da sind viele von diesen Leuten rumgelaufen, die sich dann aus dem Secondhand-Läden irgendwie was zusammensuchen, was dann total designt und fesch und alles ist. Aber ich meine. Ich selber lege nicht allzu viel Wert auf Trends, eigentlich gar nicht. Ich ziehe das an, was ich habe. Oder was ich gerne anziehe. Ich muss auch sagen, ich habe. Okay, bis zum Urlaub habe ich nur Tom Taylor Jeans getragen. Weil ich die einfach. Ich finde die gut. Also die gefallen mir gut.
Und sie passen gut. Also, ich hab mir. Ich gehe auch nicht in den Jack and Jones Laden extra. Also, ich bin da schon. Ich guck da schon öfters, aber. Ich kaufe mir Sachen jetzt nicht, weil es hip und trendy ist. Also, weil sowas finde ich echt schlimm. Solche Leute, die nur trendorientiert sind. Genauso ist das schlimm, wenn die anti-trendorientiert sind. Ich kaufe sowas nicht, weil das ist ja trendy. Sowas finde ich schlimm. Naja. Lässt sich nichts machen. Manche Leute sind halt so. Ja, das ist jetzt blöd, dass das mit den Öfen so lange dauert. Das hatte ich so eigentlich nicht. Ah, ich könnte mir Essen machen. So hatte ich nicht gedacht. Ich mache das Getreide, weil, wie ihr seht, meine Hungersrate ist schon wieder sehr hoch. Wie immer irgendwie. Und dann nehme ich jetzt ein bisschen Bone Meal oder ja Knochenmehl, wie es ja richtig heißt. Und ernte. Dann habe ich schon mal was zu essen. Und ich hatte ja irgendwann mal gesagt, dass ich eventuell das. Oh nee, das überlege ich mir noch. Auf jeden Fall mein Feld. Ich kann es sogar erweitern, wenn ich dann eine Hoe hätte. Ich finde es immer wieder schwierig, mein Haus wieder zu finden. Unfassbar. Ja, auf jeden Fall, das ist schon merkwürdig alles. Auch das nervt mich hier, die Workbench. Die nehme ich einfach raus. Aus der Wand. Die nehme ich natürlich raus. Nein. Ja, was gibt's zu erzählen? Ich könnte ja mal erzählen, dass ich leider in letzter Zeit. Warum in letzter Zeit keine Videos kamen. Also, ich erwarte jetzt keine tolle, super. Naja, je nachdem, wie man es findet, Ausrede oder Erklärung. Es ist einfach nur so, dass ich ein Achievement bekommen habe und deswegen nicht mehr konnte. Nein. Schule hat wieder angefangen. Na gut, hat es auch schon vorher. Aber jetzt hat die Schule richtig angefangen und ich bin jetzt in die Oberstufe gekommen, also in die 11. Und da ist das schon ein bisschen anders. Also, da ist das Lernverhalten schon etwas anders. Du kriegst auch deutlich mehr Hausaufgaben. Aber ja, und das ist halt. Deswegen bin ich nicht mehr dazu gekommen. Es war heute auch schon wieder blöd. Ich hatte. Scheiße. Ich hatte bis vorhin Schule. Jetzt haben wir es 16:32. Ich hatte. Oh, vor einer Viertelstunde hatte ich Schluss. Ja, also Viertel nach vier hatte ich erst Schluss. Das ist natürlich auch blöd, sowas. Und dann kommt natürlich noch dazu. Naja, das ist jetzt eher, man könnte sagen, ein Regionalproblem. Also auch nur an unserer Schule. Wir haben jetzt mit dem neuen Schuljahr 1 Stunden bekommen. So ja eigentlich mal gar nicht so schlecht, ne? Nur vorher, also es wusste niemand was davon. Das hat die SV irgendwie mit den Lehrern. Also es wurde auch gesagt, da waren Schülervertreter und Elternvertreter. Hat irgendwie niemand gemerkt. Hat irgendwie niemand nötig gehalten, jemanden zu informieren von den anderen. Und dann hieß es von den einen Tag, also es war noch vor den Ferien, irgendwie 1 oder 2 Wochen bevor die Ferien angefangen haben. Ja, nächstes Jahr kriegen wir 60-Minuten-Stunden. Und alle erstmal, okay, wusste niemand was von. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, wusste halt niemand was von. Dann gab es auch eine Petition dagegen, die wurde gar nicht berücksichtigt. Sowas finde ich. Ist doch auch scheiße. Also von wegen Demokratie. Es wusste vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie viele. Die Schülervertretung, das sind 8 Leute, glaube ich. Ein paar Lehrer, ein paar Eltern. Sagen wir ein Viertel, vielleicht ein Fünftel von der Schule wusste das. Aber es wurde auch nicht befragt. Man hätte ja auch eine Abstimmung oder so machen können.
ist natürlich niemand drauf gekommen, dass vielleicht alle Schüler gerne mitentscheiden würden. Und das Beste, finde ich ja, ist die Begründung. Es wurde gesagt, dann hat man ja, also dann hat man ja weniger Schulstunden an einem Tag, also weniger Fächer. Am OHG, also die Schule neben uns, das Otto-Hahn-Gymnasium, die haben den ganzen Tag nur Doppelstunden. Die haben 5 oder 4 Stunden am Tag. Wir haben trotzdem, nee, die stimmt gar nicht. 4 Stunden haben die normalerweise am Tag. Also 4 Fächer. Und wir haben teilweise 5 oder 6 Fächer. Ich meine, das ist doch keine Begründung gewesen dann. Dann war das einfach so, ja, wir müssen uns irgendwie rechtfertigen. Naja. Also so viel zu Demokratie im Schulwesen. Und das Blöde ist, für die, die Bus fahren, also es kommen viele zu unserer Schule von weiter weg. Also es gibt durchaus welche von Schwarzenbeek, was jetzt auch manchen Leuten nichts sagt. Kollo, Dassendorf. Wir haben jetzt auch schon welche von Wentorf, also bei Bergedorf. Und die müssen alle auf den Bus warten, weil sie den alten nicht mehr bekommen. Weil zum Beispiel, wenn, also normal haben wir Schluss, das ist, glaube ich, die fünfte. Ja, die fünfte. Die ist um 13:30 zu Ende. Da fährt natürlich kein Bus. Da fährt erst einer wieder um 14:45 und einer ist um 12:45 gefahren. Super, sowas, ne? Viertel nach eins. Sowas ist natürlich toll. Und wir müssen jetzt halt immer lange warten. Ich bin da schön raus, ich fahre mit dem Fahrrad. Aber, ja, sowas ist halt blöd einfach nur. Also, es ist irgendwie unüberlegt. Ich meine, das hätte man doch so nicht machen müssen, oder? Naja, aber das ist immer ein bisschen merkwürdig. Ja. Ich glaube, der Sound ist noch ein bisschen laut. Wow, merke ich jetzt. Ich habe das Gefühl, es ist kein bisschen besser geworden. Ja, jetzt haben wir es. Ja. Das ist halt so. Und man hätte ja auch nicht eine Abstimmung machen können, wie viele Schüler es wollen oder so. Heute schon wieder. Wir haben heute SV gewählt. Das Lustige war, entweder, also es standen zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Wir wählen nicht oder wir wählen der SV. Weil es gab nur eine Gruppe, die sich als, also nur einen Kandidaten für die SV. Also entweder wählst du sie oder du wählst sie nicht, aber dann ist es egal. Also, sowas ist schon merkwürdig. Denn soll man sowas nicht machen, dann soll man einfach sagen, ja, die bleibt bestehen. Obwohl, eigentlich wäre es schön gewesen, eine andere SV zu wählen. Naja, eigentlich hätte ich ja selber mich auch danach bemüht.